So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir haben beim letzten Mal quasi unser obligatorisches Lagersystem so ein bisschen hier eingeräumt, haben einen neuen Raum gebaut und jetzt haben wir ja den Elektronikanzug in einer der vorherigen Folgen quasi erstellt. Das wäre dieser hier und den müssen wir bauen, indem wir Stoffrollen. Die müssen wir nämlich erstmal craften. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Stoff. Wir haben nicht, glaube ich, gar nichts mehr an Stoff. Das heißt, ich würde Scheren mitnehmen, die wir hier beim letzten Mal gebunkert haben. Wie viel Haltbarkeit hat die denn? 16. Dürfte erstmal reichen. Damit können wir ein bisschen arbeiten. Das heißt, wir gehen erstmal jetzt ein bisschen auf Reise und versuchen uns jetzt erstmal ein wenig Stoff zu organisieren. Am letzten Mal sind wir ja, wie gesagt, umgezogen. Jetzt wären wir ein bisschen bei den ganzen Bases, die wir gefunden haben. Oder Raumstationen. Wie hier zum Beispiel. Mal gucken, ob wir hier irgendwo Stoff ergattern können. Wo bleibt die Musik? Es gibt keine Musik mehr. Ich sollte nochmal in unsere... Am letzten Mal haben wir ja grandios ein Radio gebaut. Das Radio, was nicht funktionierte. Warte mal eben. Weil es leider nur ein, tatsächlich nur ein Deko-Artikel war. Oh, warte mal. Da sehen meine Augen was. Moment, das nehmen wir noch mit. Voll Gummi. Ich dachte, eine Batterie. Großartig. Oh, Elektronik. Ah, wir haben keinen Bohrer mehr. Nein! Auf der alten Station ist Elektronik. Jetzt haben wir natürlich hier nichts mehr, ne? Für Bohrer bauen. Was brauchen wir denn dafür? Mal eben schnell gucken. Für edles Metall, Batterie und dickes Isolierband. Alles klar. Was wollte ich jetzt hier? Oh, Fleischpellets müssen wir noch mitnehmen. Was wollte ich denn hier? Achso, Stoff. Haben wir schon abgeschnitten hier? Nee. Was wollte ich denn jetzt? Achso, wegen Musik. Jetzt müsste die Musik wieder anfangen. Weil wenn wir hier rausgehen, kommt Musik. Ja, genau. Aber wenn wir aus unserer Base rausgehen, nicht. Gut. Komisch. Naja. Weiß nicht, ob es ein Bug ist oder vielleicht einfach gewollt vom Spiel. So. Dann düsen wir mal. Harz brauchen wir auch, ne? Ich glaube, mit dem Greifer? Und der Greifer ist im Eimer. Ich hätte vielleicht von vornherein ein paar Werkzeuge bauen müssen. Aber das Schöne ist, wir haben diesen ultimativen Schaber, den wir dazu nutzen können, der bis Ultimo hält. Wir kriegen hier auch Stoff. Das ist ja großartig. Was hat er in deiner Hand? Untersuchen? Was? Das lange Leben eines... Was? Impfgegners. Witze über Impfgegner werden nie alt. Das gleiche gilt für ihre Kinder. Was? Ein Fantasy-Roman über das glückliche und gesunde Leben eines Kindes, das in einer Familie von Impfgegnern geboren wurde und das unglaubliche 6 Jahre lebte. Oh mein Gott. Großartig. Ich mag den Humor. So, hier gibt es doch bestimmt noch irgendwo was zum Abarbeiten, oder? Hallo? Ja, ich hab's doch gewusst. Muss sich doch lohnen, dass wir den Schaber gleich ausprobieren. Den 999er Schaber. Und wenn wir dabei noch Stoff kriegen, was ist das denn da? Oh, Elektronik. Umso besser. Haben wir den schon geöffnet? Wahrscheinlich, ne? Nein! Und wir haben den Schlüssel nicht mit. Nein! Wie können wir einen Sarg übersehen haben? Das ist aber nicht formidabel, wenn ich das mal so sagen darf. Unglaublich. Wie viel Stoff haben wir denn jetzt? Oh, da haben wir aber schon ordentlich bekommen, wa? Na, 35 bleiben noch drin. Super. So, meine Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir haben keinen Bohrer. Wir werden auf jeden Fall demnächst erstmal einen Bohrer bauen.
Bora Bora. Gibt's hier Stoff? Sieht nicht so aus, als würde es hier Stoff geben. Oder ist da an der Wand Stoff? Warte mal, ist das Stoff hier? Das ist Stoff. Das ist Stoff, das nehmen wir mit. Ist das auch Stoff? Der Sitz? Untersuchen? Eine glänzendes, warmes, gleichzeitig lebendiges Material. Es wird Bettwäsche, Anzüge und Wärmedämmung verwendet, obwohl es mir in meinem Fall keinen Nutzen bringt. Nein, will ich nicht mitnehmen. Schmeiß es weg. Ist für mich kein Nutzen. Ah, hier gibt's auch noch Elektronik. Jede Menge. Wir können hier auf jeden Fall noch Elektronik farmen. Was ist das denn hier? Achso, Wackelspielzeug. Das haben wir ja schon mal gesehen. Wo ist unser Moped? Da. So, bisschen Ressourcenfarming hier wieder betreiben. Ja. Eine Haitasse. Haben wir, glaube ich, schon gesehen. Schön. Aber so würde es im Weltraum aussehen. Können wir da unten auch nochmal ein bisschen weiter aktiv untersuchen. So, ich fliege mal hier rein. Stoff und Sauerstoff. Stoff und Sauerstoff ist eine sehr schöne Mischung, wie ich finde. So. Gut. Haben wir das auch? Was ist das hier aus? Okay, eine Untertasse. Stoff, aus dem die Träume sind. So, hatten wir hier eigentlich schon alles untersucht? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wir könnten echt mal so ein Lagermodul finden, das wäre ein Traum. Gab's hier noch Schönes? Hier ist noch Elektronik. Ah, oh, wenn wir jetzt einen Bohrer hätten, ne? Ob's auch von den anderen Werkzeugen so eine 999er Edition gibt? Oh, okay. Ein Feuerlöscher. Waren auf Raumschiffen ein selten eingesetzt. Da man entweder das Verbrennen oder das gesamte sauerstoffhaltige Schiff in die Luft jagt oder nicht. Und man in dem Fall nichts zu löschen hat. Obwohl solche Fälle vorkommen. Okay. Es scheint, als wäre während eines der Stopps jemand aus dem Linienschiff geflogen und ein Foto von ihm in der Entfernung gemacht worden. Hm. Interessant. Oh, ein Medipack. Und Getränkeflaschen nehme ich alles mit. Dann können wir jetzt auch mal ein bisschen was mitnehmen, was wir hier so finden. Wenn wir jetzt sowieso gerade schon auf Ressourcenfarmjagd sind, in Anführungsstrichen. Frage mich, ob wir irgendwo ein Lagermodul finden. Hier kriegen wir noch Harz, aber wir haben keinen Greifer mehr. Hier fliege ich eine Unterhose. Da in der Station waren wir ja schon drin gewesen. Falls ihr euch entsinnen könnt. Da können wir aber trotzdem noch mal reinfliegen. Und ein wenig Sauerstoff tanken. So. Genau, hier waren wir schon mal. Falls ihr euch entsinnen könnt. Und damit ist die Schere auch hinüber. Ist nicht so schlimm. Wir können aber trotzdem mal gucken, ob wir ein paar Ressourcen mitnehmen, die wir vielleicht vergessen haben. Genau, hier haben wir den Automaten. Benutzen. Before using such water, it's recommended to boil it first and then pour it out. Automat ist leer. Aha. Also das Huhn reinstecken, das geht aber bei meinem Automaten nicht. Das ist wahrscheinlich ja nur Deko, ne? Muss man ja sagen. Moin. Großartig. So. Stoff haben wir genug gesammelt. Hier hatten wir, glaube ich, auch keine weitere Aufgabe mehr, ne?
Verschlüsseltes Band benötigt. Ach, hier können wir die Daten entschlüsseln. Ach so. Hier können wir also diese Bänder, die wir haben, entschlüsseln. Na, das ist ja gut zu wissen. Das grüne Universum war hier. Ja. Bundes 90, die Grünen. Zugangscode. Looks like we found the one responsible for the missing records from the observation post. Although the corpse is here, the records are missing, which is not quite logical. Ja, aber den Zettel brauchen wir nicht. Würde ich jetzt mal hier lassen. Okay. Das heißt, wir müssen hier oder sollten hier auf jeden Fall nochmal mit so Verschlüsselungsbändern hin. Vielleicht bringen die uns irgendwas. Wäre vielleicht eine Alternative, dass wir die mal untersuchen. Dass wir mal gucken, ob wir, ja, ein, zwei Bänder haben wir ja, glaube ich, ne? Auf der alten Station liegt, glaube ich, auch noch ein Band. Auf der allerersten, wo wir waren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Da müssen wir das Band noch holen. Okay, pass auf, ich düse zurück. Stoff haben wir ja gesammelt, das, was wir brauchen. Wir wollen ja den Elektronikraumanzug machen, ausrüsten. Oder beziehungsweise erstellen und ausrüsten. So. Langsam wird's kalt hier in der Bude. Und gleich mal Aufnahmepause und dann erstmal ein bisschen was Warmes anziehen. Und was trinken. Einen trockenen Mund vom Regen. Gut. Aber wir kommen gut voran, muss ich sagen. Was ist das denn hier? Ach du heiliger, gelbes Wasser. Na dann. Bin immer noch davon überzeugt, dass das die Isolierbänder sind, nur in überdimensional. Als Objekt, die die Entwickler genutzt haben. Könnte natürlich gut sein, ne? Hui! Und ein bisschen auftanken können wir demnächst auch mal wieder unser Schiff. Also unser Raketenantrieb hier. Jetzt wollte ich schon zu der Station fliegen, aber wir sind ja schon umgezogen quasi. So eine Plattform können wir mal bauen, ne? Ob wir dann mit dem Raketenstaubsauger da reinfliegen können? Weil da stand ja, es wird geöffnet und geschlossen automatisch und so. So, was wollten wir jetzt? Trinken, essen können wir mal eben schnell hinpacken. Salz war auch hier. Da, die machen wir auch hin. Elektronik. Ja, hier bitte einmal. Seht ihr, hier haben wir zum Beispiel so ein Band liegen. Zwei haben wir hier sogar. Die würde ich mal mitnehmen. Und Harz. So, pass auf, was brauchen wir denn jetzt? Jetzt muss ich selber mir erstmal einen Überblick nochmal verschaffen. Wir brauchten Harz, haben wir. Zweimal Aluminium und Stoffrolle. Stoffrolle bauen wir mal eben schnell. So. Und einmal Aluminium, das haben wir hier. Zack. Und einmal Harz. Das heißt, zweimal Harz kann ich mal eben wegschmeißen. Stoffrolle mache ich mal hier hin. Oder hatten wir Stoff schon irgendwo rumliegen? Nee, ne? Doch da. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Stoffregal oder Bereich. Genau, so. Na, nicht wegkullern. Dahin. So. Sehr schön. Ja, es ist ein bisschen sortierter. Man muss tatsächlich sagen, da haben wir ein bisschen besseren Überblick. Gut. Zweimal zweimal Aluminium. Entschuldigung. So, jetzt aber. Gut. Dann würde ich sagen, craften wir den mal. Und den müssen wir ausrüsten. Ich tausche ungerne. So, erkunde die Raumschiff-Trümmer. Welche? Ist da irgendwas Neues hinzugekommen? Okay, wahrscheinlich müssen wir mit dem Anzug wahrscheinlich die Raumschiff-Trümmer erkunden. Ich lege den anderen Anzug direkt mal hier hin. Techniker, erweiterter Raumanzug. Dann kommen die wenigstens nicht weg. So. Das Gummi packe ich hier hin. Wie immer. So, Gummi haben wir genug. Und die Bänder. Bevor wir das machen, gönne ich mir mal eben schnell
zwei Wasserflaschen. Dass wir hier den Hühnchen nicht reinstecken können, ne? Das wurmt mich ein bisschen. Aber es ist ja leider nur Deko. Theoretischerweise können wir es auch abreißen, weil eigentlich bringt es nichts. Zumindest im aktuellen Zustand. Naja. Gut. Achso, wir haben ja sogar noch Wasser. Sehe ich gerade. Nichtsdestotrotz trinke ich mal eben zwei Schlücke. Zwei Flaschen schmeiße ich mal eben hier hin. Und dann gönne ich mir mal ein Steak. Crafte mir mal eben eins. Essen mal, das gibt nämlich 100 Hunger. Dann sind wir da auf der sicheren Seite, dass wir da unseren Hunger gestillt haben. So. Und ja, erkunden wir mal nochmal einmal schnell die Raumstation. Die wir, wo wir die Bänder einlegen können. So. Habe ich jetzt nur gemacht wegen der Musik, damit wir ein bisschen Musik im Hintergrund haben. Vielleicht mache ich den nächsten auch so, dass wir ein bisschen eigene Musik haben. So Weltraummusik. Muss ich mal gucken. So. Ah, ein Bohrer bauen, ne? Wisst ihr was? Das machen wir jetzt erstmal. Wir bauen uns jetzt erstmal einen Bohrer. Das ist jetzt viel wichtiger, damit wir Elektronikteile haben. Wir werden bestimmt ein bisschen Elektronik brauchen, wenn wir hier unsere Base weiter ausbauen wollen. So, lass mal gucken, was brauchen wir denn dafür? Ausrüstung, Werkzeuge, veredeltes Metall, Batterie und dickes Isolierband. Veredeltes Metall, dickes Isolierband. Veredeltes Metall haben wir nicht, ne? Haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Haben wir es echt nicht mehr? Wir haben kein veredeltes Metall mehr? Krass. Wir hatten so viel. Nee, doch, haben wir doch, wollte ich gerade sagen. Natürlich haben wir das. Veredeltes Metall, dickes Isolierband. Und was war das noch? Gucke. Ach so, Batterie. Alles klar. Ja, ich baue auch nur einen Bohrer. Obwohl, ja doch. Der hält 20 aus, es reicht eigentlich. Sehr schön. Können wir das veredelte Metall nochmal dahin schmeißen, das was übrig ist. Den Bohrer auf die 3 ausrüsten und dann würde ich sagen, geht's los. So. Dann düsen wir mal. Dann sammeln wir unterwegs ein bisschen, warte. Wisst ihr was? Ich mach das jetzt mal eben so. Ich schau mal eben wegen eigener Musik. Moment, warte mal eben. Haben wir hier ein bisschen Space-Musik oder so? Irgendwie sowas. Space. So, was irgendwie im Hintergrund läuft, so. Hier sowas. Muss ja nur ein bisschen im Hintergrund düdeln. So. Dann würde ich einmal hier die Musik ausmachen. So. Und ruhig ein bisschen lauter, glaube ich, ne? Oder? So. Das ist, glaube ich, ganz gut. Da haben wir ein bisschen Musik im Hintergrund. Ach, schön. Gut, dann gehen wir ein bisschen Metall farmen. Haben wir hier irgendwo... Was macht der denn da? Ah ja. Ach guck mal, die sind... Ist der schon wieder gewachsen hier, das Ding? Oder bin ich da... Was ist denn... Hä? Den haben wir doch abgebaut, oder? Okay. Noch mehr Gummi. Wunder mich jetzt ein bisschen. Ach, schön. Mit der Musik viel besser. Soll ja, wie gesagt, nur im Hintergrund so ein bisschen dudeln und fuseln. So. Weiter geht's. Hier war, glaube ich, auch Elektronik, ne?
Genau hier. Ja, Mann. Läuft bei uns. Huch. Genau, oben auf unserer Base war, glaube ich, auch noch ein bisschen an Elektronik. So, jetzt gehen wir erstmal Sauerstoff holen. Ja, da ist ja auch noch Elektronik drauf. Ja, nice. Nehmen wir mit. Dass es aber nur einmal Elektronik gibt, ne? Naja, egal. Was wir haben, haben wir, ne? Ja, la, la. Sauerstoff. Da ist unser Wägelchen. Ich spring auf und dann düsen wir mal rüber. Ich halte immer so ein bisschen die Augen offen, ob wir noch irgendwo am Asteroiden irgendwas finden, aber teilweise, glaube ich, ist hier gar nichts. Ist hier noch Elektronik drauf? Ja, ich sehe zweimal Elektronik, dreimal sogar. Holy. Holy Jesus. So. Tada! Das haben wir. Gut. Unser Moped. Wo ist der? Ach, da. Ja, manchmal. Manchmal bin ich blind. Harz, warte mal. Harz würde ich auch nochmal mitnehmen. Das, wir haben keinen Greifer mehr, ne? Wird das mit dem Greifer abgebaut? Ach, verdammt. Wir müssen unbedingt einen Greifer bauen mit einer Batterie. Könnten mal wieder diese Kisten öffnen, weil wir jetzt den Schaber ja auch haben, der unendlich, dass wir vielleicht mal eine Folge vielleicht mal nur diese Kisten öffnet. So. Ich komme! Jetzt bin ich mal gespannt, was in den Bändern so zu entdecken gibt. Ob wir da vielleicht irgendwelche neuen Informationen rausfinden? Wir werden es erfahren. Und soll ich was sagen? Als Cliffhanger nicht mehr in der Folge. Und zwar in der nächsten Folge. Da gehen wir dort ans Terminal. Und dann seid ihr wieder mit am Start in einer weiteren Folge Brief Edge. Also macht's gut. Tschüss.